Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kenji Days of the Blade. In der letzten Folge sind wir hier durch das Schiff herumgedaddelt und jetzt machen wir weiter damit. Bams. Ich habe versucht, hier ein bisschen zu trainieren, aber das kannst du sowas von vergessen, weil hier tauchen viel zu wenig Gegner auf. Irgendwie komisch, ne? Wenn ich hier irgendwo hin will, dann kommen viel zu viele Gegner und wenn ich mal trainieren will, dann kommt ja nichts, ne? Geil. So, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich nur lang muss. Ich gehe mal zu den Hauptraum hier wieder. Lass mal gucken, was habe ich denn jetzt alles hier für Gegenstände? Hier. Ich habe eine rote Torperle noch. Die kann ich noch irgendwo in so ein Tor reinpacken. Aber ich gehe mal da in die Mitte wieder. Weil ich glaube, da habe ich irgendwie einen Aufzug oder so aktiviert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, schon wieder ein bisschen näher. Und ja. Ja, schon irgendwie weiterkommen. Hier kann man auch runter. Okay. Ich glaube, hier habe ich jetzt geöffnet, ne? Ich bin jetzt aber nicht sicher. Gucken wir mal. Hier hat irgendwie offscreen und... Ach, hier kann man auch so runterspringen. Okay. Ne, war ich auch schon. So, dann habe ich da, glaube ich, geöffnet. Ja, glaube ich, nicht mehr so ein Teil, das ich da reinsetzen kann, ne? Deswegen gucken wir. Hätte ich so Wandsprünge machen. So, hier muss aber neu sein. Ich lasse hier irgendwo eine Truhe sein oder so. Ja, okay. Ja, schon mal gut. Da ist ja wirklich richtig. Was ist das da oben? Eine Kette. Also. Ja, trainieren wollte ich ein bisschen, aber ging nicht. Viel zu wenig Gegner, fand ich. Und dann noch so ein fetter, mit so einer dicken Rüstung. Hat sich irgendwie nicht so gelohnt. Ich hätte die ganze Zeit da runterfallen können, dann wären auch immer so zwei, drei Gegner aufgetaucht, aber wäre mir ein bisschen zu doof gewesen. Okay. Ist irgendwo eine Tür, die ich öffnen kann, das wäre geil. Oh, sehr schön. Damit haben wir jetzt, glaube ich, die letzte Perle auch endlich eingesetzt. Und das heißt, ich müsste jetzt irgendwann blau bekommen, weil ich habe schon ein blaues Tor gesehen, das ich ja nicht öffnen konnte. Was? Oh, hi. Na? Jetzt taucht er auf wie blöd, oder was? Au. Also unmenschlich, wie wenig ich auf einmal wieder abziehe, ne? Danke, die wenigsten KP wieder. Ich hab wieder genug, um aufzuballern. Ja, wieso sollte ich nicht mit dem spielen? Der ist voll broken. Wie viel der abzieht. Ich bin ja irgendwie seine neue Waffe gerade am Aufballern. Ich mache nur noch eine Stufe. Und die müsste dann eigentlich die stärkste Waffe sein, die er bis jetzt hat. Und bestimmt kommen da auch gar nicht mehr welche, weil da kein Platz mehr ist. Aber braucht den AP. Wer ist denn hier noch nicht so aufgeballert? So, Bänke. Macht den noch stärker, genau. Aber ich glaube, mehr so Yoshitsune oder so aufballern. Weiß ich nicht. Oh Gott. In Gold jetzt sogar. Oder Silber. Ich weiß jetzt nicht, welche von denen die Standarddinger waren. So, ich muss mich sowieso mit Bänke kaputt machen, um die Rüstung zu crashen. So. Jetzt kann ich gegen euch kämpfen. Bams! Ein bisschen langweilig irgendwie. Hätte irgendwie, weiß ich nicht, Genji Days of the Knüppel oder so heißen müssen, das Spiel. Ich benutze Bänke mehr als jeden anderen hier. Ma. Hör auf damit. So, dann kriegen wir jetzt eine blaue Torperle, genau. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo da eine Tor nochmal war, an denen ich schon mal vorbeigelaufen bin. Ja, ich weiß. Nur vielleicht Yoshitsune aufballern, ne? Und hier ist die andere Seite. Leck mich. Boah, weg zum... Könnt ihr es wagen?
So, baller mal seine AP mal auf. Hey. Wo ich sehe schon, du kommst wieder mit deinem Bogen um die Ecke. Und der auch jetzt. So. Yoshitsune. Mir ist auch gerade, du brauchst ein paar mehr AP. Mach ich nur noch eins und dann kann ich wieder aufbladen. Nur um 100. Aber nur 100 Punkte, Mann. Okay, ne. Bogenschützen mir auf den Nerven, ey. Echt die nervigsten Gegner, die ich seit langem irgendwie gesehen habe. In irgendeinem Spiel. Mal ernsthaft. So. Ich muss ja einige Gegner ja plätten. Ich brauche ja Punkte für die Waffe. Wie es aussieht, bekommen bestimmt die anderen Charaktere auch irgendwie eine Waffe. Könnte ich mir jetzt jedenfalls vorstellen. Das heißt, ich brauche ganz, ganz doll viel Geld und da sind schon wieder neue Gegner. Warte mal, da ist irgendwo ein Ding, wo ich runterschmeißen kann, ne? Was macht der mit dem Speer da? So, zack. Ma, ma. Zack. Huppa, huppa, huppa. Nein. Psch. So, komm her. Sehr schön. Yoshitsune hat schon wieder HP-Probleme. Mann. Ja, hier sehe ich wieder so eine Sprungpassage. Gehen wir mal mit Shizuka rein. Shizuka, was? Das war knapp. Oh, nee. Ihr ballert mich jetzt alle ab vom Weiten, ne? Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Au. Okay, dafür stirbt jetzt jemand. Weil da nur zwei sind. Davon kriege ich bestimmt keinen Gegenstand. Kann ich mir nicht vorstellen. Egal. Doch. Ja, okay, blinken aber nur. Na, wo ist das Teil? So. Wo ist das Teil? Ah, okay, cool. Bams. So, neues Gebiet. Das wäre ein Anfangsgebiet. Sieht so aus, ja. Hier ist keine Tür. Also werde ich schon nicht richtig sein. Okay. Ach, wäre ich da unten gelandet, wenn ich runtergefallen wäre oder was? Was? Was mache ich denn dann hier? Ja, das ist sowas hier. Okay, ist ja irgendwo wenigstens was. Ja. Wunderpille. Irgendwie noch so eine Amalgane-Essenz. Yay, geil. Ja, schon kann ich schon wieder die AP von jemandem aufballern. Soll aber echt ein bisschen Kamui aufballern, aber wozu? Da braucht doch kein Schwein. So. Okay. Zum Glück musste ich nicht auf die harte Tour hier irgendwie unten landen. Das ist jetzt aber, hier gibt es irgendwie nichts mehr. Super. Das heißt, ich kann jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklaufen, ohne was hier zu bekommen. Okay, ich habe zwei Amalgane-Essenzen bekommen, also will ich mich mal nicht zu sehr beschweren. Doch, will ich. Ah! Ist hier noch was? So, ich dachte, da kann man irgendwie. Wieder zurück. Die Pisser sind da hinten noch, ne? So.
Oder auch nicht. Okay, wo muss ich denn dann jetzt lang, Mann? Oh. Ne, da hinten war die Wand, glaube ich. Naja, da hinten war die Wand, glaube ich. Geht mal weg. Ich habe keine Zeit für euch. Ja, wie komme ich jetzt noch mal zu dieser blauen Tür? Ich weiß halt gar nicht mehr. Dreck. Jo. Hui, na. War am Anfang irgendwo, glaube ich. Wo war der Anfang? Ich glaube, von rechts kommt man, deswegen bin ich hier hingegangen, habe die blaue Tür entdeckt und dann war das da, ne? So war das doch, oder? Dann kann ich jetzt zurückrennen und noch eine blaue Kugel holen. Glaube ich. Oh Mann. Ich frage mich, wie lange das Spiel neu ist. Doch schon länger, als ich gedacht habe. Vielleicht das Spiel unbedingt hier loswerden will, aber weiß ich nicht. Oh nee. Hier war ich schon, glaube ich. Geh mal weg. Ich glaube da, ne? Nee, hier ist wieder mit dem, ja, hier ist das rote Teil. Wo war jetzt der blaue nochmal? Warte mal, jetzt auch Speicherpunkt, ne? Lass mich mal kurz. Joink. Was ich aber sagen muss, ist, dass mit einem rechten Analogstick so Ausweichbewegungen zu machen, das könnten sie ruhig in mehreren Spielen machen, weil das finde ich, ist echt eine geile Idee. Besonders in so hier Schnitzler. Weil das ist eigentlich richtig praktisch. Bei anderen Spielen ist das irgendwie so, weiß ich nicht, da muss irgendwie die Blockentaste drücken und dann irgendwie so seitwärts Schritte machen und so. Ach, hier ist der Teil, okay. Und irgendwelche anderen abstrakten Fingerbewegungen. Aber hier muss einfach nur ein Rechner Analogstick. Okay, du kannst ja auch blocken und dann mit links und rechts ausweichen, aber ja, okay, geil. Ich mache das eigentlich nur mit einem Analogstick. Ist eigentlich praktischer. Okay, dass der kaputt geht, war klar. Also nicht kaputt geht. Egal, Punkt D. Aber kein Item. Krieg ich nur, wenn ich alle erledige in so einer Sequenz. Und wenn ich keinen Fehler mache. Ja, was er dann bedeutet, alle erledigen. So, geil. 5000 dazu bekommen. So, ihn muss ich schon wieder hier. Ja, oder von hinten. Okay, geil. Ja, wenn man weiß wie, dann kann man mit Busson auch was reißen. Oder wenn die Gegner einfach nur stehen bleiben. So, oh, neuer Schwächepunkt. Cool. Fast. Da muss ich nicht immer da hinten hin rennen. Geil. Ich brauche nur wieder so eine Blauperle. Soll ich jetzt zurückgehen und eine holen, oder? Wahrscheinlich brauche ich die, ne? Na, gucken wir uns erstmal hier oben. Was haben wir denn hier? Nix. Wie? Okay. Wir schon wieder so verdächtig. Mal irgendwie Wandsprünge machen. Muss doch irgendwas geben. Oder kommen gleich Gegner raus. Das kann natürlich auch sein. Trotzdem verdächtig. So, da ist eine Truhe zum Beispiel. Ja.
irgendwo drauf irgendwas finden. Nö. Sieht schon aus, als wäre ich irgendwie richtig. Oh, nee, nicht schon wieder so einer. So, kratz mal dich noch ein bisschen an, damit ich... Boah, von hinten ziehe ich den gar nichts ab. Jetzt kommt Bock schon wieder mein Ding zu verwenden. Ja, langsam ist das Spiel raus, ne? Hätte das gedacht. Wird denn das Spiel besser, je öfter man es spielt. Aua. Was? Au. Aber das war cool. Meine Güte. Jetzt war da meint nicht. Meine Güte. Du auch. Kein Bock auf dich. So, noch mehr Gegner. Ne? Donner Kylo Wappen. Können wir das ganze Gebiet hier nochmal erkunden und dann den Part beenden? Passt eigentlich gut. 100 Pille. Sehr schön. Kann ruhig wieder eine Essenz hier irgendwo so auftauchen, ne? Halt, was ist das? Und irgendwie rein. Warte mal. Warum ist denn hier so ein Loch? Mach auf! Ja, das ist schon wieder verdächtig. Also ich finde hier noch mehr Löcher, aber nein. Komm ich da hin? Mal da rein. Ja, sind noch mehr Räume, hallo? Viele. Da ist schon wieder. Kann ich das ja kaputt machen? Und da kommen gleich Gegner raus. Kann natürlich auch sein. Ah, ihr kommt wahrscheinlich daraus, ne? Noch mal. Einer, tschüss. Dsch, Combo. Combo Wombo. Dsch. Sehr schön. War jetzt überhaupt was? Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt. Yoshitsune. Ich glaube, so verdächtige Orte hier reinzupacken. Irgendwo da oben muss doch was sein, bei irgendeinem Raum. Aber nö. Oh, okay. Haben eine Essenz wieder bekommen. War nicht geplant, aber okay. Nein, spring doch. Guillotine Kick. Sieht doch so aus, irgendwie nett. Ja, okay, so nicht, aber. Hopp. Himmlisches Licht. Für den habe ich jetzt 6. Ich habe bald genug, um Benkeis Waffe aufzuballern. Gut. Die unbesiegbar. Ja, ich glaube, ist einfach nichts. Also ein paar Gegner können jetzt ruhig noch kommen, damit ich die aufballern kann. Aber nö, jetzt haben sie keinen Bock. Ich hole mir noch schnell so eine Perle. Kam ich von hier? Ist ja richtig. Ah ja, okay. Ich hole mir noch schnell so eine Perle, okay.
So, wo ist das Ding hier irgendwo? Das? Weil ich sehe, da komm, ich stehe gleich vor so einer Tür und dann habe ich keine Perle. Dann kann ich den ganzen Weg sowieso noch mal zurück. Dann machen wir jetzt in dem Part noch, wo ich nichts zu tun habe. Nee, okay. Hier waren noch die blauen Perlen, oder? Bitte. Nur wissen, wo ich eine blaue Tür finde. Perfekt. Eine blaue Torperle. Jetzt schnell reisen zum blauen, zum neuen Speicherpunkt. Das wäre doch schön. Oh nein. Hätte ich eigentlich offscreen machen können, aber. Wer macht denn sowas offscreen? Ich mache doch niemand offscreen für meine Let's Plays. Ha, 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 ha. Der war gut, ne? Also ich konnte darüber lachen. So, dann runter da. Futter. Sehr schön. Da unten war das. Oh, wunderschön. So, dann speichern wir hier und gehen dann in die Mitte dieses Raums, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.